Ich glaube, ihr hört es schon, diese Böschung hat es gleich definitiv hinter sich. Wir sind heute bei Kotschenreuther, Forst- und Landmaschinen in Neufang. Und unsere heutige Challenge ist Mann versus Maschine. Wir wollen wissen, wer mäht schneller. Los geht's! Und der Mann, der sich heute mit seiner Motorsense diese Herausforderung stellt, ist Felix. Ihm gegenüber steht sein Gegner, der Kotschenreuther K300, gefahren von Tom. Sie müssen diese Grünstreifen so schnell wie möglich mähen. Damit der Wettkampf fair ist, ist die Strecke für Tom doppelt so lang wie für Felix. 3, 2, 1 und los! Felix gibt direkt Vollgas. Das muss er auch, denn Tom mäht sich schon hochkonzentriert durch die ersten Meter. Beide haben einen guten Start erwischt und liegen noch fast gleich auf. Beim K300 handelt es sich übrigens um einen modifizierten John Deere 6R250. Trotz dessen maschineller Kraft und Präzision schlägt sich Felix tapfer. Auch nach der Hälfte der Strecke konnte noch keiner der beiden einen klaren Vorsprung herausarbeiten. Kann Felix bis zum Ende mithalten oder sichert sich Tom mit dem K300 den Sieg? Die letzten Meter, hier wird sich das Rennen entscheiden. Beide geben nochmal alles. Und sie kommen gleichzeitig ans Ziel. Tja, wir sind da genauso überrascht wie ihr zwei. Glückwunsch an euch beide und danke für das spannende Rennen. Wirklich flinke unterwegs, die beiden Jungs. Und ich glaube, mit einem Gleichstand hat wirklich keiner gerechnet. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal und klickt die Glocke an natürlich. Wenn ihr noch mehr solche Challenges sehen wollt, dann schreibt es uns doch gerne in die Kommentare. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Bis dann.